Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Wochenvlog auf diesem Kanal. Eigentlich wollte ich heute früh schon anfangen mit drehen, aber irgendwie, es hat wieder geschneit, wir sind ein bisschen später gekommen ins Büro und haben dann angefangen mit dem Tagesgeschäft. Das ist jetzt vorbei, wir haben es jetzt 16:30 und ja, starten wir mal den Vlog. Viel Spaß bei dem Video. Der Montag verlief ganz gut. Tagesgeschäft ist vorbei. Wir schießen gerade noch ein paar Bilder für Interessenten, die ein paar hochwertige Karten haben wollen. Erik hat eine Highware-Sammlung mal gelistet, so ganz flott. 1000 Karten in einer Stunde oder so, wa? Hi. Da waren so ein paar Götter dabei und so, ne? Ja, also ich glaube alleine die Götter, wie viel waren das ungefähr? 100 Götter für 2000, 2500 Euro. Ja, ist erstmal alles auf dem Zweitaccount, weil wir da noch eine Pokémon-Sammlung halb drauf haben, die morgen hoffentlich fertig wird. Und dann können wir morgen zu Feierabend richtig großen Wertpapier übertragen, können da wieder einige Sachen schnappen. Ja, gerade viel fürs Sammler halt auch dabei gewesen. Viel Ami-Zeug in Hyrule. Genau, ich habe noch meinen Tab offen vom Tagesgeschäft heute. Weekly Monday drehe ich jetzt noch ab. Ja, nichts Spezielles heute rausgegangen, aber ja, machen wir es trotzdem für die Gewohnheit. Und dann sage ich mal, sehen wir uns morgen. Diese Woche ist LDS 2 Release. Guten Morgen aus dem Office. Ja, wir waren heute schon produktiv. Ab um 8 Uhr Tagesgeschäft gemacht. Wird jetzt noch alles verpackt. Und LDS2 kam heute pünktlich an. Das ruckt mal jetzt auf. Es ist sogar ein fünfter Würfel dabei, wovon noch keiner was wusste. Der ist auch seltener, so ein Kyber-Kobold-Würfel. Ja, und dann wird das heute alles noch gelistet und dann können wir doch noch 2 Tage Vorverkauf machen. Da sind wir fertig mit LDS2. Aufmachen und sortieren. Der Kyber-Würfel ist selten. Haben wir 5 Cases heute aufgemacht. Pro Case 2 Würfel, 10 insgesamt. Und da ist das Set durchsortiert. Holos noch nicht inseriert, weil ja, Market die ganzen verschiedenen Farben der Karten noch nicht online hat. Aber die Promo ist hier schon mal aufgemacht. Alles eingehüllt, was teuer ist. Aber zum großen Unheil, das Produkt ist, naja, Kacke produziert. Das sind alles Karten, die wir aussortiert haben, schon nachdem sie aus dem Booster rauskommen. Die haben alle diesen markanten Knick in der Mitte, falls ihr das seht. Ja. Da werde ich mal gucken, ob ich das meinem Distributor zurückschicke. Ernst, das Einsammeln von allen Großhändlern und nach Konami zurückschickt. Mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall, das kann es nicht sein, dass
bei 5 Cases man hier 150, 200 Karten raussortieren muss, wenn wir alle getroffen haben. Vielleicht kommen noch mehr dazu, die alle den gleichen Fehler haben. Ich kann jetzt hier einfach mal mitten in der Mitte eins rausnehmen. Und da seht ihr das, schon wieder dieser Knick in der Mitte. Als ob da irgendeine Stanze oder ein Stein drauf war, der andauernd die Karten. Und wenn wir es andersrum betrachten, es sind auch immer wieder die gleichen Karten. Also wir haben das nicht wirklich sortiert, aber als wir es jetzt inseriert haben, es hat vielleicht von den 100, weiß ich nicht, 100 verschiedenen Comments, hat es vielleicht nur 20 getroffen. Aber die halt dann demzufolge öfters. Das ist ziemlich doof. Willkommen zum Mittwoch. Heute ist hier richtig Action im Büro. Die Jungs, ich komme hier an und die Jungs haben einfach mal einen Pappaufsteller von mir an der Scheibe geklebt. Dann haben sie neue Regale aufgestellt, weil wir brauchen mehr Platz. Erik ist hier gerade am Edco-Kamen sortieren. Und dass wir da mal Ordnung haben. Und ich habe hier hinten die zwei Regale leer gemacht, weil da jetzt noch neue Zwischenböden rein müssen. Also wir müssen hier einiges umstrukturieren, damit wir mit dem Platz klarkommen. 19 Uhr zum Mittwoch. Ein langer Tag geht vorbei. Wir waren heute richtig produktiv. Wir haben so viel geschafft. Das Hauptlager ist wieder leer. Hey, alle extra und Boxen, die wir gerade nicht brauchen, sind jetzt hier gelandet. Jo, unsere neue Ecke, so die Ersatzecke, da wo wir alles mögliche aus den letzten zwei Jahren haben, was wir gerade nicht im Angebot haben, was halt irgendwann nach und nach dazu kommt, ist jetzt hier gelandet und wir haben im Hauptsystem Platz, um die nächsten Editionen des Jahres zu empfangen. Dann haben wir jetzt über Nachmittag noch die Sammlung, die in den letzten Tagen eingekommen sind, bearbeitet. Benjamin war es, glaube ich, der, mit dem ich im Gespräch war, haben wir alles ausgehöhlt und nach Seltenheiten sortiert. Das wird morgen bewertet. Dann sehe ich hier ein Evoli, vielleicht eine Pokémon-Sammlung vom Sven, Yu-Gi-Oh! Vom Ron und Yu-Gi-Oh! Vom Erik. Die Sachen werden dann die nächsten Tage bearbeitet. Mal gucken, wie wir vorankommen, aber schaut gut aus. Rückmeldung zum Donnerstag. Wir machen gerade Pre-Sale und Tagesgeschäft und Cardmarket sagt nein. Dankeschön. Ja, 900 Artikel knapp rausgesucht und eigentlich wollten wir jetzt gleich fertig sein, 16 Uhr. Hätten wir auch super geschafft, aber naja, mit dem Problem, die jetzt fast wieder täglich kommen, ist das nicht cool. Hey, wir können endlich die Würfel listen, aber ja, nur 4 von 5. Wer hätte es gedacht? 57 rote Hammer und der Rest da. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das bei uns verbastle, dass das Regal nicht zu voll wird mit den Würfeln. Und Erik, wundervoll, am Kartenlisten. Ich würde mir seine Sammlung. Beste Leben, sage ich euch, wirklich. Hallo, guten Tag, Herzens hier. Samstag Nachmittag zu Corona-Zeiten. Ich habe wieder nichts Besseres zu tun, als im Büro zu sein und aktiv irgendwas zu pushen. Wir sind kurz vor der Million Karten bei Yugi Einzelkarten auf Cardmarket und wollen das Ziel als erster erreichen in Europa. Ich habe aber mittlerweile mitbekommen, dass es da auch noch zwei andere Großhändler gibt, die das vorhaben, in naher Zukunft haben. Das heißt, wir müssen mal uns hier ein bisschen mehr anstrengen, das zu schaffen. Deswegen habe ich gestern angefangen, glaube ich, 27.000, 28.000 Holos aus dem Ankauf wieder nach Edition zu sortieren, die wir ab Februar dann online stellen. Mal gucken, also wir haben bei 970.000 minus Abfluss vom Tagesgeschäft plus Corset. Es könnte so langsam auf die richtige Richtung gehen, mal schauen. Aber ich fange jetzt erstmal mit, naja, Lehrarbeit an. Erik hat gestern noch geschafft, eine Sammlung zu inserieren auf dem zweiten Account. Und meine einzige Aufgabe ist es, kurz die Preise zu prüfen und dann Hinweis zu setzen im Editor-Modus für alle Artikel des zweiten Accounts, dass es Sammlung M wird. So wollten wir es eigentlich deklarieren. Dann stellen wir die Kiste einfach so zu unserer Seite, wo die ganzen Hinweise sind fürs Tagesgeschäft und gut ist. Was macht der Jens? Oh, ich will hier Freitag Feierabend haben. Ich drücke das einfach mal durch. Jetzt ist der ganze Wumms im Hauptsystem. Und ich darf diese volle Box heute dummerweise ins Hauptsystem einpflegen. Yay! Gestern gab es auch nichts zu filmen, weil ja, Cardmarket war, glaube ich, fast die ganze Nacht down. Demzufolge war das Tagesgeschäft auch sehr klein mit 200 Karten. Das hat Erik alleine geschafft. Gestern war nichts los. Dann habe ich meine Corona-Maßnahmen fürs Office nochmal verschärft, beziehungsweise wieder verschärft, weil wir jetzt noch eine Woche, nee, einen Monat mehr Lockdown haben. Demzufolge setzen wir jetzt wieder vermehrt auf Homeoffice und das wird wieder lustig für mich, weil einer muss es ja im Büro vorbereiten, damit die Leute einfach nur mal kurz hier zum Wochenstart ankommen, es abholen und dann zu Hause sich verkrümeln und das bearbeiten. Ja, Hauptsache, wie gesagt, werden Karten gelistet
Wo ist I? Hier ist I. Ja, ich darf das dann auch wieder alles irgendwie prüfen und ins Hauptsystem einfügen. Mal schauen, das wird wieder eine spannende Phase. Im März, April war letztes Jahr nicht lustig für mich. Das waren meine Geschichten bis in den Abend rein. Aber okay, für die Gesundheit, damit wir auch Sicherheit haben, dass nicht so viele Leute hier sind, dass wir einen Plan B haben, falls mal ein Fall bei uns eintritt, dass wir eine Mannschaft B hier im Homeoffice haben, die dann hier wieder alles übernehmen kann. Also nicht wieder, wir hatten zum Glück echt noch keinen Fall hier. Das war echt gut und soll auch so bleiben. Des Weiteren, Mittagspause nur noch alleine, damit wir zu viert nicht am Tisch sitzen. Ist auch okay, das kriegt man hin. Raucherpausen, auch gestaffelt alleine, kriegt man auch hin. Ja, wir versuchen einfach das meiste umzusetzen, was hier möglich ist. Masken tragen, wenn notwendig, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Ist ein bisschen blöd, weil ich mag das nicht. Ich mag eigentlich gerne so arbeiten, wie ich es jetzt mache. Und naja, mal gucken, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hoffen wir einfach mal, dass die ganze Sache irgendwann ein Ende hat. Ne? Jo, das war's eigentlich noch schon wieder mit dem Vlog, glaube ich. Ein bisschen was habt ihr mitbekommen. Vor allem da hinten, die neuen Regale, ein Segen. Endlich wieder Platz. Gut, ich mache jetzt hier noch ein bisschen was. Bin produktiv. Ihr seid es hoffentlich auch, insofern ihr könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like oder Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wahrscheinlich Montagmorgen zum Market Watch Weekly Monday. Vielleicht kommt es dann aber auch erst nachmittags online. Werde ich sehen. Bis dahin. Euer Jens.